Dann streckte er vorsichtig den Kopf vor und guckte nach unten. Er versuchte, die Sprungtiefe abzuschätzen. »Das sind mindestens 2 Meter«, sagte er und schüttelte den Kopf. Annabella riss Leo zurück. »Du sollst dich nicht so weit vorbeugen, Leo. Das macht mir Angst.« »Wenigstens hat man von hier oben einen guten Überblick«, brummte Klaus Teddy. »Das ist mir egal«, schimpfte Annabella. »Sie hat uns einfach abgeschoben, auf die mieseste Art. Ich will hier runter«, brüllte Annabella. »Verbannung«, murmelte Leo. »Könnt ihr euch an die Geschichte vom ungeliebten König erinnern?« »Welche Geschichte?« fragte Klaus Teddy. »Die Geschichte, wo sie den König auf eine einsame Insel gebracht haben, von der er nicht mehr herunter konnte. Verbannung nennt man sowas.« »Du meinst, uns geht es auch so?« fragte Klaus Teddy. »Natürlich«, nickte Leo. »Wir haben keine Chance, hier runterzukommen. Wir sind Verbannte. Und dieser Kleiderschrank ist unsere Insel.«